Ground & Pound Fans, Ground & Pound TV vor Ort bei FFC, die zweite in Dormagen. Bei mir jetzt nach seinem Kampf Petros Petropoulos. Petros, der Kampf ist nicht ganz so gelaufen, wie ich denke, du ihn geplant hast. Erzähl uns ganz kurz mal deine Eindrücke. Also im Stand habe ich mich sehr gut gefühlt. Ich habe auch zwei, drei gute Treffer angesetzt. Der ist runtergefallen. Und die erste Runde hat mich sehr gut, sehr schön dominiert gefühlt, aber bei der zweiten Runde war ich konditionell nicht so fit. Ja, und dann leider verloren. Ne? Das heißt, die Kondition hat diesmal den Unterschied gemacht. Ja? Kondition, nur Kondition. Obwohl wir viel trainiert haben mit meinem Trainer Oliver Winter. Wir haben viel Stand, viel Boden trainiert. Aber ich weiß nicht heute, wieso die zweite Runde die Kondi weg war. Du hast ja, wenn ich mich richtig erinnere, in der ersten Runde auch einen Double Leg Takedown durchziehen können. War zu erwarten als Purple Belt, BJJ-Mann, dass du ihn runterholen würdest. Aber du konntest ihn dort unten nicht fixieren. Genau, obwohl meine Stärke unten ist, konnte ich im Stand mehr machen als Stand unten. Weiß ich auch nicht, was heute los war. Keine Ahnung. Ich konnte einen Motor, aber konnte nicht. Weiß ich nicht. Wie hast du denn deinen Gegner, den Timo Kessing, im Boden erlebt? Er hat ja jetzt das Team gewechselt dort. War er stärker als gedacht jetzt oder so? Nee, der hat sich einfach versucht zu verteidigen. Ich habe nicht viel im Boden gemerkt. Ne, wir haben nicht viele Techniken gemacht unten am Boden. Ne. Der hat sich nur einfach versucht zu verteidigen, kann ich mich erinnern. Bisschen geschlagen von unten hat er. Aber so habe ich nicht gemerkt, dass er... Ich habe nichts Gefährliches gespürt als für Submission und sowas. Ne. Mhm. Fragen wir vielleicht mal die Ecke. Hallo an den Trainer. Der Vater ist auch dabei. Wie habt ihr es von draußen erlebt? Ja, von draußen war ein super Kampf. Also eigentlich sind wir zufrieden. Das ist halt das, worauf es ankommt, ne? Dass der Kampf gut ist und das war spektakulär. Ich glaube, dass die Leute zufrieden waren. Letztendlich haben wir verloren. Ja? Das ist doof. Dann stehst du hier mit einem blöden Gefühl. Aber ja, war okay. Also ich weiß, was uns gefehlt hat. Das war ganz hart. Was war das? Ja, wir haben noch keine Sparringspartner. Wir brauchen gute Sparringspartner. Wir haben zusammen trainiert, Pratze und Burpees und was weiß ich. Das bringt alles nichts. Null. Du brauchst Leute, die auch knallen, dass du unter Druck bist. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du Kondition haben, wie du willst. Wenn du jemanden hast, der dann auf einmal auch zurückknallt, bumm, ist die Kondition weg. Und dann kannst du so gut sein, wie du willst. Das weiß jeder. Jeder hier weiß es. Wenn keine Kondition da ist, dann ist der Motor aus. Jo, und das war das Problem. Nichts anderes. Aber es war ein schöner Kampf von daher. Habt ihr mehr im Stand gemacht, wo ich da ein bisschen versucht, euch da ein bisschen ein paar Punkte zu sammeln? Ja, ich komme halt aus dem Stand und das ist meine Stärke. Vom Boden habe ich wenig Ahnung und im Boden muss er halt selber zurechtkommen. Er hat eine eigene Schule, ja? er tanzt auf 5 Gleise, er muss arbeiten, damit er überhaupt trainieren kann, damit er die Halle zahlen kann. Dann bin ich auch nicht umsonst da und das sind viele Baustellen und das ist für einen Kämpfer ist das natürlich auch nicht toll. Ne? Ein Kämpfer muss sich konzentrieren, der kann keine Schule haben, der kann nicht arbeiten, aber der Sport ist ja noch jung. Ein bisschen alles zu viel. Aber gut, kann man nicht sagen. Der Timo hat gut gekämpft. Timo hat gut gemacht und fertig. Wunderbar. Gut, kommen wir vom Kampf vielleicht einmal weg. Die Leidenschaft ist ja da. Ja, ihr habt auch das Team angesprochen. Ihr habt ja auch, glaube ich, demnächst auch wieder was geplant bei euch. Vielleicht ein paar Worte dazu. Super. Am 22. diesen Monat machen wir eine Amateurveranstaltung. Da können die Boxen, Kickboxen, Grappling, alles BJJ, alle Wettkämpfe machen. Und kommt vorbei, Leute. Wunderbar, ihr habt es gehört, Team Tracks. Okay, das wunderbare Schlusspunkt. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und wünsche euch viel Erfolg auch bei der Veranstaltung und den weiteren Kämpfen. Ja? Lass ihn auf die Veranstaltung kämpfen. Ja, er bringt viele Zuschauer mit. Ich wollte als erstes meine Familie danken, meine Freundin Jenny, Oliver Winter. Wir haben super, super, super Mensch, super, wir verstehen uns, die Chemie super. Und mein Team Thrax. Und ja, das war's. Danke euch, Leute, danke euch. Gerne, wunderbar. In diesem Sinne, alles Gute. Ja. Ciao, ciao.